Auf ihren Flügen zwischen dem tiefen Süden und dem hohen Norden nehmen die Zugvögel den Weg über die deutsche Insel Fehmarn und die dänische Insel Lolland. Sie folgen nicht dem Kurs der nach dem Krieg und unter dem Zwang neuer Grenzen eingerichteten Fährverbindung zwischen Großenbrode und Gezer. Dieser Weg über das offene Meer ist dreimal so weit. Seit Generationen aber versuchen fortschrittliche Planer, dem kürzesten Weg auf dem Land und über das Meer hinweg, der Vogelfluglinie, zu folgen. Manchmal werden kühne Träume Wirklichkeit. Doch wer eine feste Straße schaffen will, die bestehen soll, der muss wissen, wie der Untergrund geartet ist, auf dem er baut. Eine Unzahl von Proben gibt schließlich Auskunft über die Bodenstruktur. Ein großes Werk erfordert umfangreiche Vorarbeiten. Schon einmal im Jahre 1865 hat der dänische Landmesser und Ingenieur Krönke versucht, den kürzesten Verbindungsweg zwischen dem europäischen Kontinent und Skandinavien zu schaffen. Aber erst 100 Jahre später sollte das Projekt seine Verwirklichung erleben, als die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich Dänemark beschlossen, das gigantische Werk gemeinsam durchzuführen. Auf der Festlandseite des Fehmarnsunds bereiten Bagger den Grund für einen Damm, die südliche Auffahrt zur Brücke, die von hier aus den Sund überspannen wird. Dort, wo der Damm zum Brückenkopf ins Wasser vorgetrieben wird, muss sein Fuß gegen Unterspülung geschützt werden. Diesen Schutz gibt eine Spundwand. Es ist ein mühsames, hartes Werk, das die Männer hierbei mit der Kraft ihrer Arme vollbringen müssen. Denn für eine Maschine auf Rädern, die die Arbeit verrichten könnte, ist das Wasser hier zu tief. Für eine schwimmende Maschine ist es zu seicht. Die Arbeit am Damm selbst kann beginnen. Ein mächtiger Schöpfbagger hebt aus der Tiefe des Meeres Hunderttausende von Tonnen Sand empor, den Baustoff für den Damm. In Kähne verladen wird er zum Anfang einer Spülleitung gebracht. Der gewaltige Damm von 330 Meter Länge ins Meer hinein. Wie die Hand eines gewaltigen Seemanns streut der Kübel des Baggers Muttererde auf die Flanken des Damms. Auf dieser Humusschicht gedeiht die Grasnarbe als natürlicher Schutz gegen Wind und Regen. Von der Inselseite her wächst ein Damm von 110 Meter Länge. Geländegängige Selbstladefahrzeuge von mammutähnlichen Ausmaßen und Kräften, amerikanische Spezialmaschinen, Scraper, tragen einen ganzen Sandberg ab und schleppen ihn als Baumaterial heran.
Schäfer verrichten die grobe Arbeit. Die Böschungshobel geben dem werdenden Damm Form und Profil. Bodenverdichtungsproben mit Isotopengeräten ergeben, dass die künftigen Brückenrampen den errechneten enormen Belastungen gewachsen sein werden. Und immer wieder die Sorge, die Dämme und besonders ihre in den Sund reichenden Köpfe gegen die zerstörenden Kräfte des Wassers zu schützen. Mit Steinschotter und Asphalt gefüllte Betongräben und geschlossene Bitumendecken auf den Böschungen. Aus Strauchwerk geschnürte Faschinen werden zu großen Flößen zusammengebunden. Damit begann ein anderer Bauabschnitt der Vogelfluglinie. Der Bau des Hafens Puttgarden an der Nordküste der Insel Fehmarn, von dem aus der Fährbetrieb den Fehmarn Bält zur dänischen Insel Lolland hin überbrücken soll. Schlepper bringen die großen Faschinenflöße dorthin, wo sie, auf dem Meeresgrund versenkt, das Fundament für die künftige Hafenmole bilden. Die Last der Steine drückt die Sinkstücke aus Flechtwerk in die Tiefe. Dort verbinden sie sich für alle Zeiten fest mit dem Meeresboden. Dieses stabile Fundament trägt das Gewicht der aus dem Wasser herauswachsenden Hafenmole. Und diese wiederum wird den Hafen selbst vor der Gewalt des Wellengangs schützen. 300.000 Tonnen Steine mussten von dänischen und deutschen Seeleuten gefischt und hier wieder ins Meer versenkt werden. Wo aber die Mole die Einfahrt in den Hafen freilässt, wo die Brandung von allen Seiten auf sie einstürmen wird, dort muss sie noch mächtiger sein, noch kraftvoller. Dort endet sie in den Molenköpfen. In Rendsburg, weit entfernt von der Insel Fehmarn, werden sie gebaut wie das Fundament eines Hochhauses. Aber weil sie wie Schiffe nach Puttgarden schwimmen sollen, werden sie auch wie Schiffe im Trockendock auf Kiel gelegt. Ein dichtes Geflecht aus Stahl bildet das Skelett. Es wird verschalt und mit hochwertigem Beton vergossen. Und dann ist es soweit. Wie breite Schiffsrümpfe stehen schließlich die Molenköpfe aus Stahlbeton im Dock. Und wie mit Schiffen wird auch weiter mit ihnen verfahren. Wassermassen stürzen in das Becken. Das Dock wird geflutet. Die Stahlbetonrümpfe heben sich, beginnen zu schwimmen. Buxierer nehmen sie ins Schlepp und bringen sie durch den Nordostseekanal und über See zur Einbaustelle. An die Mole des Fährhafens.
Das Weitere ist präzise Zusammenarbeit von Vermessungstechnikern, Ingenieuren und den Steuerleuten auf den Schleppern. Auf den Zentimeter genau an der errechneten Stelle wird der Hohlkörper des Molenkopfs geflutet und 9 Meter tief ins Meer abgesenkt. Taucher kontrollieren immer wieder, ob der Molenkopf sich richtig auf das für ihn geschüttete Schotterfundament am Meeresgrund setzt. Und schließlich wird der Hohlkörper verfüllt. Endlich erhält auch die aus Steinen aufgetürmte Mole eine 3 Meter breite Krone aus Beton. So wird der Molendamm allen voraussehbaren Bedrohungen durch Sturm und Seegang trotzen können. 7 Pfeiler werden die Brücke tragen. Ihre Gründungskörper entstehen, wie die Molenköpfe, als Hohlkästen. 5 aus Stahlbeton im Trockendock und 2 aus Stahl auf der Helling. Das sind die Gründungskörper aus Stahlbeton im Trockendock. Hier auf der Helling die Hohlkästen aus Stahl. Die 7 Gründungskörper werden über die offene See zur Baustelle geschleppt. Aber sie schwimmen wie eine Glocke mit der Öffnung nach unten auf einem Luftkissen. Und so werden sie auch an Ort und Stelle als Senkkästen abgesenkt. Dem Sund zustreben zur gleichen Zeit bizarre Ungetüme, Hufinseln, bisher noch niemals beim Brückenbau verwendet. Die stählerne Plattform schwimmt in die Brückenachse zum Standort eines Pfeilers. Die riesigen Stelzen senken sich auf den Meeresgrund und wenn sie Fuß gefasst haben, klettert die Insel an ihren eigenen Beinen empor. Wie überall beim Bau der Vogelfluglinie geht es auch hier wieder um Millimeter. Die 8-beinige Hufinsel gleicht einem Hufeisen und bildet einen kleinen, sicheren Hafen. In dieses Hufeisen wird der Senkkasten eingeschwommen. Er muss mit noch viel größerer Genauigkeit als die Hufinsel nach den Fluchtpunkten der Landmesser absolut exakt senkrecht über den festgelegten Standort des Pfeilers einjustiert werden. Nachdem dies geschehen ist, halten 2 Traversen von je 250 Tonnen Tragkraft den Caisson in dieser Position unverrückbar fest. In dieser Lage beginnt der Bau des Pfeilers. Dabei sinkt der Senkkasten im gleichen Maße nach unten, wie der Pfeiler als Hohlkörper nach oben wächst. Ein starkes, oben mit einer Luftschleuse abgeschlossenes Rohr schafft eine Verbindung zum Hohlraum des Senkkastens. Wenn der Caisson auf dem Meeresboden aufgesetzt hat, wird das Wasser mit Luft restlos herausgedrückt. Durch die Luftschleuse, in der sie sich an den Überdruck gewöhnen, und durch das Standrohr erreichen die Männer ihren Arbeitsplatz im Caisson tief unter dem Meeresspiegel. Dort stechen sie genau in der Größe des Senkkastens den Meeresboden ab. Zum ersten Mal wurden bei Caisson-Arbeiten durch die engen Öffnungen des Senkkastens die Einzelteile eines kleinen Raupenbaggers hinabgelassen und unten wieder zusammengesetzt.
Hier hilft das elektrisch betriebene Fahrzeug den Männern bei ihrer Arbeit. Der anfallende Aushub gelangt Eimer für Eimer an die Oberfläche. Der Caisson hat die für die Standfestigkeit des Pfeilers erforderliche Tiefe erreicht und nun verwandelt sich diese Taucherglocke. Beim Bau der Vogelfluglinie wurde zum ersten Mal der Caisson zum Gründungskörper für den Brückenpfeiler. Er wird mit fast trockenem Beton aufgefüllt. Immer weiter, immer höher. Das ergibt schließlich einen Betonklotz von der notwendigen Größe und Standfestigkeit. Dieser Betonklotz unter Wasser ist der Fuß für den Pfeiler, der nun oberhalb des Meeresspiegels noch 23 Meter hoch emporwächst. Der erste der zwei Hauptpfeiler ist fertig. Ihnen folgen im Abstand von je 102 Meter ein Nebenpfeiler auf der Inselseite und vier weitere auf der Landseite. Brücke nimmt ihren Anfang. Einzelnen, man möchte beinahe sagen handlichen Stücken, die jetzt immerhin 20 bis 30 Tonnen wiegen, kommt die Stahlkonstruktion aus großen deutschen Werken auf dem Schienenweg herangerollt. Direkt auf dem Brückenkopf verbinden die Männer die Teilstücke mit ihren Niethämmern zu einem gewaltigen Tragwerk. Über 800 Tonnen, also 800.000 Kilogramm, wiegt so ein fertiger Brückenteil. Zentimeter um Zentimeter ziehen Seilwinden die riesige Stahlkonstruktion über das Widerlager hinaus. Was nun geschieht, gehört zum Aufregendsten, was die Erbauer der Vogelfluglinie erlebt haben. Auch hier ein genialer Einfall. Keine teure und zeitraubende Hilfskonstruktion. Eine Hubinsel soll helfen. Auch hier ein wagemutiger Versuch. Auch hier ein großartiger Erfolg. Das Tragwerk schwebt mit seiner Spitze über dem Pfeiler. Eine neue Nervenbelastung für die Ingenieure. Jetzt übernimmt die Hubinsel die gesamte Riesenlast. In bangen Sekunden fragen sich alle, werden die Beine standhalten? Werden sie nicht im unsicheren Meeresgrund einseitig absinken, obwohl sie die Probebelastung aushielten? In atemloser Spannung verfolgen die Männer jede Phase des fortschreitenden Werkes. Aber die Hubinsel steht ruhig, beinahe gelassen. Und ebenso gelassen senkt sie den Überbau auf seine Lager ab. Nun aber ist die Hubinsel gefangen, denn ihre Beine ragen über die Brücke hinaus. Auch diese Situation bringt niemand in Verlegenheit. Das hatte man im Voraus gewusst. Die Insel löst sich einfach von zweien ihrer Beine, die sie am Überbau aufgehängt, zurücklässt, während sie selbst mit nur zwei Beinen zur anderen Seite fährt und sich das zurückgelassene Beinpaar wiederholt. Das nächste Tragwerk benutzt den bereits fertigen Brückenteil als Hörer um Millimeter. Nervenaufreibend langsam, für das Auge kaum wahrnehmbar. Und jedes Mal wartet die Hubinsel geduldig auf ihre Last. Übernimmt sie und setzt sie ab, als sei es ein Kinderspiel. 14 Tage etwa dauert die Montage eines Teils.
Nur ein Fachmann kann ermessen, welche Kräfte hier im Spiel sind. Gewichte von zig schweren D-Zug-Lokomotiven. Und die sind ja nun gewiss nicht leicht. Von der Inselseite her geht der Bau in herkömmlicher Weise mit Hilfsgerüsten und Kränen vor sich. Die Fehmarnsundfähre schleppt die Bauteile heran. Sie hilft selbst, sich eines Tages überflüssig zu machen. Im Vergleich zur Nervenbelastung am anderen Ufer erscheint dieser Bauabschnitt zwar nicht als Erholung, aber doch als eine weniger aufregende Sache. Der schwerste Schritt des Brückenschlags bevor. Die Überwindung der großen Schifffahrtsöffnung. Für die Montage des Brückenbogens entsteht zunächst ein Kabelkran. Seine beiden fast 100 Meter hohen Pylone werden auf der Fahrbahn der benachbarten Nebentragwerke aufgerichtet und mit schweren Pardunen verankert. Eimerkettenbagger heben hinter der fertigen Mole das Hafenbecken aus. Schuten tragen das Baggergut zum Verfüllen einer doppelten Spundwand, die vor der Baustelle der Fährbetten einen Fangedamm bildet. Er wird das Meer von den tiefen Baugruben fernhalten. Übernehmen die Ausschachtungsarbeiten.
Mehr als 240.000 Kubikmeter Erdreich werden nun im Trockenen abtransportiert. Diese Menge würde 16.000 Güterwagen füllen. Schon wachsen die Umfassungswände der Fährbetten aus dem Boden. Unmengen von Baumaterial müssen herangeschafft werden. Eine Bahn besteht nicht, noch nicht. Also erfolgt der Transport auf dem Seeweg über einen eigens errichteten Landungssteg für die Frachtschiffe. Immer wieder die Eisenflechter bei ihrer Arbeit für den hochwertigen Stahlbeton. Schließlich stehen sie da, die Leitwände, zwischen denen später die Fährschiffe ruhig und geborgen ihre Fracht aufnehmen und abgeben werden. Aber auch hier hat man nichts dem Zufall überlassen. In langwierigen Modellversuchen fand man lange Zeit vorher die günstigste Form der Fährbetten heraus. Die zu lösende Aufgabe lautet, die Leitwände müssen die Fährschiffe einfädeln, ohne dass durch die Wucht der gewaltigen bewegten Massen irgendein Schaden entstehen kann. Aus dem afrikanischen Land Kamerun bringen Frachter ein tropisches Hartholz, das Bongossi-Holz, das unvorstellbar widerstandsfähig und praktisch unzerstörbar ist. In großen Mengen wird es gebraucht, bevor der Fährbetrieb aufgenommen werden kann. Die Insel, die durch den Brückenschlag fest mit dem Land verbunden sein wird, hatte ehemals nur eine Inselbahn. Ein paar Dörfer nur wurden von ihr berührt. Diese beschauliche Zeit ist unwiederbringlich dahin. Internationale Züge werden bei Tag und bei Nacht die Insel überqueren. Vom Land kommen die fest montierten Gleisjoche, die, eins vor das andere gelegt, den Schienenstrang bis zu dem Fährhafen vorstrecken. Puttgarden, ein unbekanntes kleines Dorf an der Nordküste der Insel Fehmarn. Die Erbauer der Vogelfluglinie erwählten es zum Lageplatz für den Fährhafen. Diese Wahl war nicht zufällig oder gar willkürlich. Viele wissenschaftliche Untersuchungen und technische Überlegungen deuteten gerade auf diesen Punkt auf der Landkarte. Und so wird das unbekannte Dorf über Nacht zur Grenzstation mit internationalen Namen in allen Kursbüchern des Weltverkehrs. Wie die Zahnräder eines gut funktionierenden Mechanismus greifen die Arbeitsvorgänge beim Bau der Vogelfluglinie ineinander. Auf einer der größten europäischen Baustellen der Nachkriegszeit, sie erstreckt sich über 40 Kilometer Entfernung, entstehen der neue Schienenstrang, die Fortsetzung der Europastraße 4, die Fehmarn-Sundbrücke und der Fährbahnhof und Fährhafen Puttgarden. Alles zur selben Zeit innerhalb von knapp 4 Jahren. Im Fährhafen soll das Meer, das man zuvor abgedämmt hatte, in das Hafenbecken einströmen und die Fährbetten füllen. Der Fangedamm hat seine Schuldigkeit getan, er wird abgebaut. Wie Riesenzähne zieht ein Kran Sandbohlen aus dem Grund.
Große Schöpfbagger heben noch immer Hunderttausende von Kubikmetern Grund aus dem Hafenbecken, um die nötige Wassertiefe zu erreichen. Die Arbeiten am Fährhafen gehen langsam ihrem Abschluss entgegen. Im Bahnhof Puttgarden sind inzwischen 22 Kilometer Schienen und über 100 Weichen verlegt worden. Neben dem Bahnhofsgebäude entstehen die Zollabfertigung, Werkstätten, das Bahnbetriebswerksgebäude, ein Heizwerk, Tankstellen und natürlich die Stellwerksanlagen. Ganz moderne Klappbrücken dienen als Verbindung zwischen dem festen Land und den Fährschiffen. Über sie werden später die Fahrzeuge an Bord oder an Land rollen. Sie sind so konstruiert, dass sie jeden durch den veränderlichen Wasserstand auftretenden Niveauunterschied zwischen den Fähren und dem Land automatisch ausgleichen. Eine gedeckte Bahnsteigüberführung entsteht. Der Landgang verbindet Bahnsteige, Zollgebäude, Fährschiffzugänge und Bahnhofgaststätten miteinander. Im Zentralstellwerk, dem Gehirn des Bahnhofs, kommen die Enden vieler Kilometer Kabel und Leitungen zusammen. Neben dem Schienenstrang, der die Insel überquert, läuft die Bundesstraße 4 einher. Schritt für Schritt geht der Bahnhof seiner Fertigstellung entgegen. Eine moderne Bahnhofsgroßanlage, wo sich früher lehmige Äcker und Wiesen dehnten. Inzwischen erlebt der Bau der Fehmarnsundbrücke seinen dramatischen Höhepunkt, den Bogenschlag über die große Schifffahrtslücke. Auf den zwischen den Masten ausgespannten Drahtseilen transportiert eine Laufkatze die einzelnen Stücke der Bogenkonstruktion an die gewünschte Montagestelle. Zwischen den beiden Hauptpfeilern steht ein Hilfsgerüst. Und von beiden Seiten her wächst der riesige Brückenbogen zusammen, dessen Scheitel etwa 70 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Haben diese mächtigen Stahlstücke jetzt, da sie zum ersten und einzigen Mal zusammengesetzt werden, die richtigen Maße? Sie entstanden fern von hier, in deutschen Werkstätten. Der Kranführer, in diesem Augenblick vielleicht der wichtigste Mann. Er bringt die Bogenstücke zur Einbaustelle. Die Kommandos erreichen ihn über einen Lautsprecher und die Laufkatze arbeitet weit von seinem Steuerstand entfernt. Auf. Auf. Fahren. Kabelkranmaste sind so konstruiert,
dass sie seitlich ausschwenken können, sonst kämen die Bogenteile nicht vorbei am mittleren Hilfsgerüst. Oder sogar 50 Tonnen wiegt ein Bauteil. Das ist das Gewicht von mindestens 50 mittleren Autos. Drahtlose Kommandos. Dieser Mann muss sicher und zuverlässig funktionieren. Auf jedes Kommando. Das vorletzte Stück sitzt. Die vorgebohrten Nietlöcher stimmen haargenau überein. Die gleiche Arbeit noch einmal. Zum letzten Mal. Die gleiche Präzision. Und noch einmal der gleiche Erfolg. Der Bogen, der die 248 Meter breite Fahrrinne überspannt, ist geschlossen. Aber noch ist die Brücke nicht fertig. Unter dem Bogen fehlt die Fahrbahn. Das Tragwerk wird in Teilstücken eingefahren und vernietet. Aus! Aus! Und auch bei dieser Arbeit, wie von Anfang an, wurde die Schifffahrt nie behindert. 11.000 Schiffe passieren im Jahr den Sund. Die Fahrbahn ist am Bogen mit Stahlseilen aufgehängt. Stahltrossen, deren Stärkste 10 cm Durchmesser haben und aus 600 Einzeldrähten geflochten sind. Fahrbahn, die letzte Lücke. Die letzte Stahltafel rollt heran und fügt sich ein zwischen die anderen Platten. Sie ist um einige Millimeter zu lang. Millimeter bei fast einem Kilometer Brückenlänge. Ein Schweißbrenner behebt die winzige Differenz.
Fahrbahn ist fertig. Sandstrahlgebläse reinigen Stahl vom Rost. Eine Asphalthaut wird die Fahrbahndecke vor Korrosion schützen. Über dem Abschluss des Brückenbaus ist es zum vierten Mal Winter geworden. Diesmal ein grimmiger, ein klirrender Winter. Eis und Schnee bedecken die Baustellen. Aber die Arbeit geht weiter. Im Fährhafen Puttgarden werden die Leitwände der Fährbetten gefändert. Sie erhalten durch eine gummigefederte Konstruktion aus Bongossi-Hölzern elastischen Gürtel, der jeden Stoß des einlaufenden Schiffes mildert und abfängt. Eis im Hafen muss gesprengt werden, denn das deutsche Fährschiff Theodor Heuss macht die erste Probefahrt. Sanft geführt von der Fenderung gleitet das Schiff in sein Fährbett. Von beiden Seiten her erreicht der Schienenstrang noch im Winter die Brücke. Mit dem Frühling beginnen die letzten Verschönerungsarbeiten. Theodor Heuss macht weitere Einfahrversuche. Und auf der Brücke beginnen die Belastungsproben. Rollende und ruhende Belastung, statische und dynamische Last. Empfindliche Geräte messen die wechselnde Belastung der Tragseile und jede Reaktion der Fahrbahn.
10 Dampflokomotiven fahren immer wieder über die Brücke und immer schneller. Und schließlich die erste Fahrt eines Fernzugs. Der Bau ist vollendet. 46 Monate nach dem ersten Spatenstich am 27. Juli 1959 wurde die Vogelfluglinie am 14. Mai 1963 eingeweiht von seiner Majestät, dem König von Dänemark und dem Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Fast 2 Millionen Reisende, etwa 70.000 Eisenbahnwagen und 250.000 Straßenfahrzeuge überquerten in den verbleibenden 7 Monaten des Jahres 1963 hier die Ostsee, auf dem neuen Weg nach Norden.